Ja, und da Ich sind bin wir im wieder Palast und zurück das Gefühl, auf ich putze zu wenig. Diebestour in der Festung von Windhelm. Ihr habt diesen Bereich schon mal versucht auszurauben. Mal einen kleinen Patzer gemacht. Jetzt versuchen wir den ganzen Kram nochmal an uns zu bringen. Das waren hier eigentlich nur ein paar Goldstücke hier hinten. In den hinteren Bereich der. Damit kommt ihr nicht. Im Namen Ey, des sag Gottes, mal! keine Bewegung. Nö, du! So nicht, mein Freund. Ich merke, ich werde etwas müde. Ich glaube, das wird die letzte Runde Let's Play für heute. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Damit. Ah, mal gleich mal guckt. Mal schön die Tür im Auge behalten. Dann geht das. So. Ich grüße euch. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder zum Eklat kommt. Ne. Er hat es nicht gemerkt. So, der Rest ist hier jetzt erstmal ziemlich uninteressant. Geh mal wieder runter. Und der Palast war allem nicht wirklich Dann lukrativ. sollen Sie mit Ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Aber was Zeit soll man hier. machen? Wir kennen den. Mit dem. Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet. So. Sollen wir uns in die Katakomben, in den Tempel begeben? Wie gibt es hier was zu holen? Tempel von Taros. Sieht alles ziemlich verarmt aus hier. Ich glaube, ich sollte gleich eine ganz andere Stadt aufsuchen. Wird hier nicht mehr so wirklich kreativ arbeiten können, glaube ich. Da hinten war eh alles zugeschlossen. Hier unten gab es auch noch eine Tür, genau. Das waren Hört die mein Gebet, Grabstätten. so Da müssen wir auch klang es. vorsichtig sein, hin und wieder springen, da ein paar Untote durch die Gegend. Deswegen werden wir auch hier kurz mal einen Quicksave machen. Das ist alles Diebstahl, Diebstahl. Wir wollen nur Schotter. Sehen alle gleich aus, diese Einrichtungen hier. Nur die Dinge, die rumstehen, sind unterschiedlich, also die Items. Keine Abvergaben. Wir können hier mal kurz den Segen uns holen. Ich glaube, bevor wir uns hier noch weiter verrennen, gehen wir wieder zurück. Sollte mich doch schwer wundern, wenn wir hier wirklich auf fette Beute stoßen. Gemüse, alles köstlich und erschwinglich. Nee.
wollte euch nochmal für das... Ich werd's schon überstehen. Meister, ihr seid viel zu alt für... Genau, hier gab es eine kleine Diskussion. Ich werde... Ich kann... Einfach... Wenn die da unten ihre Unterhaltung abführen, kann ich hier mal alles ausräumen, was... Es gibt allerdings, gibt's hier nicht sehr viel. Drei Gold, wow. Dass mir helfen könnte, hätte ich es wohl mittlerweile entdeckt. Hier ist nichts zu holen. Können wir getrost weitergehen? Dann nennen wir hier dieses. Die Gaststube aus Kerzenschein nochmal in Augenschein nehmen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Guck mal hier. Ihr seid hier in Haus Kerzenschein. Das große Zimmer ist oben und im Erdgeschoss gibt es ein Bett, das ihr mieten könnt. Ja. Ach, wollte man gar nicht nehmen. Zwei Gold, zwei läppische Gold. So, hier oben ist, glaube ich, die Hauptaction in diesem Etablissement. Da liegt eine Dingsbums-Axt rum. In ganz Himmelsrand werdet ihr keinen stärkeren Schwertkämpfer anheuern können. Die würde ich gerne haben wollen. Wenn ihr nach dem stärksten Söldner von ganz Himmelsrand sucht, okay, ist eure Suche beendet. Ich habe das Gefühl, wir werden hier echt nicht wirklich effektiv Gold machen können. Deswegen werden wir hier direkt doch wirklich jetzt mal das Weite suchen. Ich weiß, dass wir, glaube ich, wenn wir jetzt hier rauslaufen, linker Hand noch ein paar Weizenfelder haben werden. Dort könnte ich den Weizen verkaufen, den wir schon geerntet haben. Wahrscheinlich nicht das Mehl, aber den Weizen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Jawohl, machen wir. Ha. Einmal über fremde Dächer. Genau, und hier hinten gibt es Bauernhöfe. Oh, ich darf hier sogar eintreten. Das kommt nicht immer vor.
darf hier sogar das Gold rausmopsen. Der Schrank ist leer. Auf dem Tisch steht nichts Interessantes. Da liegt noch ein Buch. Das ist jetzt allerdings weniger interessant. Dann gehen wir und ernten ein wenig den Weizen. Weizen, 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 Weizen. Hier hinten gibt es noch ein paar Kräuterchen. Was sind das hier? Schneebeeren? Wenn wir dann irgendwann die Alchemie angehen, haben wir auch genug davon. Ich weiß nicht, was es da unten im Hafen gibt, ob man da auch noch irgendwie ein paar Euros, nicht Euros, Entschuldigung, Gold machen kann. Ob wir hier auch rein dürfen? Nein! So. Und der gute Mann. Den kann ich den Weizen verkaufen, genau. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Wir sehen uns. Was haben wir denn gemacht? 160 Gold. Naja, gut. Haben. Oder nicht haben. Schauen wir noch, ob seine Hütte geöffnet ist. Nee. Sieht auch gar nicht so klein aus, aber wie gesagt, ich traue mich jetzt hier nicht Schlossknacken anzusetzen. Kann ganz schnell nach hinten losgehen im Moment. Zwischenbilanz. Wir sind bei 1145. Ach jo. Ich hab ein schneller Reisen. Ja, wir wollen dahin. So. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ich bin der Meinung, ich glaube, am effektivsten wären wir noch in... Moment, wie heißt das gute... Einsamkeit. Einsamkeit ist doch kein... kein Ort von Armut, glaube ich. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusstet ihr. Dieses tolle Schauspiel am Anfang. Nehmen. Aber hier können wir das ernten. Ja, natürlich dürfen wir das ernten. Ernten und andere Dinge. Geht es um die Stellen? Habt ihr in den Stellen etwas zu tun? Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Auch meine Familie hat Probleme durchgestanden, aber wir halten uns nicht mit der Vergangenheit auf. Gut, ich nehme da mal eure Eier mit.
Kohlköpfe, Kartoffeln, Karten. Alles gern gesehen bei mir. Sucht ihr ein Pferd? Dann solltet ihr mit meinem Vater Gaimon sprechen. Ein ganzes Gold, Wahnsinn. Wow. Das sieht schon besser aus. 100 Gold. Später Schmiedekunst erlernen, wenn wir hier auf jeden Fall noch mal Einzug halten. Das war doch sehr lukrativ. Ich will noch gern die Axt mitnehmen, weil die kann ich nicht so schnell verlieren, weil sie halt im Stall erworben wird. So. Sie sind fast so etwas wie von mir. Passt. So, dann haben wir da drüben noch einiges an Fässer. Wieso buddelt man denn da drin herum? Wer Hunger hat, sucht überall Essen. Man kann ihr keine Schuld geben. Kann ich euch helfen? Ja, du könntest mir mal sagen, wo ihr euer Gold habt. Naja, kann ja nicht jeder Familie so reich sein. Halt, was haben wir denn da? Sieben Gold in der Ecke liegen. Oh. Wir sollten uns manche Sachen genauer angucken. Hier sind echt noch ein paar Säckchen Gold versteckt. Unter manchen Tischen liegen die. Schon sehr interessant. Fragt sich, ob das mit Absicht ist oder ob das per Zufall dorthin generiert wurde. Jo, die Aussicht sollen wir genießen. Die ist auch nicht schlecht. Was war denn das hier unten eigentlich für eine Hafengebäude? Wir hier ein bisschen Geld machen. Das ist ein Schiff. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Dieser hat keine Worte für euch. Wo liegt denn dieses Schiff eigentlich an? Sag mal, ach, da.
Mhm. Eins. Erstmal rein, ob es sich lohnt. Ne, es lohnt sich nicht zu warten. Ewig viele Fässer. Ja, dann machen wir uns wieder den Weg nach draußen. Hier gibt es offensichtlich nichts zu holen. Ja, wir werden da vorne noch das Hafenhaus nochmal erkunden. Aber ich denke mal, da wird es ähnlich mau aussehen. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Mhm. Ja, auch hier sieht's echt mau aus. Dann schleichen wir uns vielleicht gleich hier. Ah, warte mal. Der Zutritt zum Lagerhaus ist verboten. Ich schlage vor, ihr geht wieder dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Was ist denn diesen Ort? Das hier ist das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Leider ist es wegen einiger Probleme in der letzten Zeit kaum noch benutzt worden. Doch euch ist ohnehin der Zutritt verboten. Okay. Das hier ist das zentrale Lagerhaus ja, das der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Gut. Ihr habt kein Weg. Hm? Dann werden wir jetzt hier eine kleine Pause einlegen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Teil.